Und damit herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, in der heutigen Folge werden wir uns noch ein bisschen um die Lava-Versorgung unserer Quarry bemühen. Wie ihr seht, sie verbraucht schon langsam wieder etwas Lava. Und dafür haben wir, halt stopp, hier wollte ich hin, beim letzten Mal etwas Eisen eingeschmolzen und auch schon in den Mercerator gepackt. Die packe ich jetzt schon mal wieder in den Ofen weiter zum Einschmelzen. Denn wir wollten uns eine Pumpe bauen. Eine Pumpe deswegen, weil wir den Nether sozusagen etwas, ja, Lava, um etwas Lava zu erleichtern. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Dafür brauche ich, denke ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Eisen. So, wie war denn das? War das so, so? So? Ah, nee, doch nicht. Passt, glaube ich. Und hier oben Redstone drüber. Genau, das gibt uns die Mining Well. Jetzt müssen wir noch einen Tank bauen. Das passt ja gerade noch so. Das hier drüber ergibt die Pumpe. Wunderbar. Jetzt haben wir natürlich das kleine Problem, dass wir noch ein bisschen mehr Glas brauchen. Und ich glaube, ich habe keinen Sand mehr. Kein Problem. Nehmen wir unseren Wand. Gehen einmal ganz kurz hier nach draußen. Und die Ecke da, die lächelt mich gerade so schön an, dass wir einfach mal hier so ein bisschen beigehen und ein bisschen Sand wegmachen mit unserem schönen Wand. Das geht ja recht fix. So, das sollte doch erstmal reichen. Wunderbar, wunderbar. Und man hört es schon so langsam, meine Stimme kehrt wieder zurück. Es geht mir so langsam wieder ein bisschen besser. Und ich denke, wir können auch heute wieder 30 Minuten aufnehmen. Wobei ich noch etwas zu verkünden habe. Ich werde wahrscheinlich entweder morgen oder am Samstag wahrscheinlich jetzt für eine Woche im Voraus aufnehmen. Das heißt also, es wäre ganz gut, wenn ihr mir so ein paar Themen sagen könnt, was ihr so in der Woche sehen wollt. Also speziell, ihr wollt eine Folge, sag ich mal, Somcraft sehen. Dann wäre es vielleicht cool, wenn ihr sagen könntet, okay, mach unbedingt etwas mit Somcraft oder mach unbedingt etwas mit Musecraft oder mach etwas, ihr wisst schon, was ich meine. Das wäre ganz cool, dann kann ich mich so ein bisschen orientieren, was so eure Wünsche sind und kann mich so ein bisschen darauf einstellen. So, ich brauche noch ein bisschen Eisen, habe ich festgestellt. Also wie gesagt, etwas, was euch sehr interessiert, schreibt es einfach mal ruhig rein, dann werde ich versuchen, das irgendwie zu organisieren. So, davon noch zwei. Was habe ich falsch? Wahrscheinlich das habe ich falsch. 2, 3, 4. Was mache ich jetzt natürlich? Ich baue jetzt für die Pumpe, baue ich jetzt Redstone Energy, wie heißen sie noch? Engines, Redstone Energy. Redstone Engines baue ich, damit wir ja, die auch mit Power, sage ich mal, versorgen können. Wie war denn das jetzt mit Eisen daneben? Nee, das ist doch totaler Blödsinn, was ich hier gerade mache. Wir brauchen doch hier diese hier, die Wheels, die Wooden Wheels, Wooden Gears, Wheels. Sind doch gar keine Räder, sind Zahnräder. So. Davon brauchen wir noch ein bisschen was. So, das sollte reichen. Dann machen wir uns von den Wooden Gears noch ein paar. Und die brauchen wir noch mehr von. Ich glaube, unser Holz geht gleich wieder, oder ist gleich wieder leer. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, um einen genau das Ganze verscherzt. Ich glaube, das hätte auch schon gereicht. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder zu viele Zahnräder gemacht, oder? Ja, jetzt habe ich für 5 gemacht. Ich brauche eigentlich nur 4. Ja, und dann passt das Holz wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, war ja klar. Das heißt also, wir gehen mal ganz kurz nach draußen. Ist noch Tag? Ja, ist noch Tag. Ach ja, unsere Bäume sind auch wieder gewachsen. Super Sache. Holen wir schnell mal eben unsere Axt. Und ich hole mal ganz kurz unsere Bottle Gun. Dann werde ich mal ganz kurz... Oh, dann kann ich mir aber auch ein paar Saplinge noch mitnehmen. Hier haben wir noch einen Rubber Tree Sapling. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ne, da haben wir noch ein paar mehr. Super. Fertig. Dann gehen wir nämlich bei und holzen das hier ein bisschen wieder nieder. So.
Irgendwie ist mir der Sound ein bisschen zu leise, oder habe ich den selber nur so leise? Ah ne, doch nicht, er ist da, okay. Ich dachte schon, irgendwie wäre der Sound weg, aber nee, er ist doch da. So, den pflanzen wir einfach mal gleich wieder hier hin. Und dann will ich mir mal ganz kurz die Dinger hier grabben. Mit G war das, ne? Ja, wunderbar. Jetzt muss ich gleich mal ganz kurz gucken, wie rum der dann überhaupt muss. Ah, okay, der muss dann hier sozusagen hin. So. Ja, und das sollten wir auch mal wieder abernten, das gute Zeug. Der steht hier, okay. Dann bringen wir den auch mal eben kurz rüber. Es gibt jetzt einiges an Rubber, die wir jetzt immer bekommen können. So, Sapling wieder aufgesammelt. Den setzen wir dann hier oben wieder hin. So, damit unser Wald auch immer schön dicht bleibt hier vom Haus. Und den setzen wir jetzt auch nochmal schnell eben ganz kurz um. Geht ja recht fix. Und muss ja auch irgendwann mal gemacht werden. So, du kommst jetzt noch hier drauf. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich das machen soll. Ich denke mal, 3 hoch sollte reichen. Dann pflanzen wir auch noch ein paar neue Rubberbäume einfach hier wieder hin. Na, das vielleicht ein bisschen dicht. Machen wir es mal so. Hey, Ace. So hätten wir es ganz gerne. Immer so 2 dazwischen frei. 1, 2. Und 1, 2. Naja, gut, okay. Dann holzen wir den hier halt auch noch eben ganz kurz nieder. Nicht, dass der denn hier irgendwie im Weg stehen sollte. So, das hätten wir auch geklärt. Wunderbar. Das kann wieder zu. Und dann haben wir auch wieder Holz. Das sollte ich mir vielleicht hier mal ganz kurz machen. 60 Stück sollte reichen. Und dann bauen wir davon noch einen. Die Gears sind natürlich jetzt über, aber können wir bestimmt noch irgendwo für gebrauchen. Was ich noch brauche, sind 2 Hebel. So, die 2 Hebel habe ich. Die Pumpe habe ich. Dann brauchen wir den Shunkloader noch. Und wir bräuchten den Ender Tank. Jetzt frage ich mich gerade, wo habe ich den Shunkloader hingelegt? Wahrscheinlich irgendwo unten in einer der Crafting Tables. Einmal ganz kurz geguckt. Hier ist der Wealth drin. Nee, hier habe ich sie nicht hingelegt. Da habe ich sie wahrscheinlich auch nicht hingelegt. Einen Augenblick, wir legen uns mal ganz kurz schlafen. Irgendwo wird der doch bestimmt sein. Gucken wir mal in die beiden Kisten rein. Also hier ist kein Shunkloader, dann ist er vielleicht hier. Hier ist er auch nicht. Oh, halt, stopp, doch, da ist er doch. Haha, oh, wunderbar. Die Axt kann ich eben hier wieder zurücklegen. Jedes Mal, wenn da ein Buch drin ist, kann er das nicht richtig sortieren. Sehr merkwürdig, also diese Linking Books. Hm, komisch. Ja, was zu essen? Habe ich noch irgendwas zu essen? Ich habe nichts mehr zu essen. Okay. Ich glaube, unten in der Kiste lagen noch gebratene Kartoffeln. Nehmen wir uns die doch einfach mal mit. Da liegen sie, genau. Dann futtern wir die einfach. Miam, 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 miam. Wunderbar. Dann geht's auf in den Nether, würde ich sagen. Suchen wir uns eine schöne Plattform, aber wir sollten uns vielleicht etwas Baumaterial mitnehmen. Fällt mir gerade so ein. Also nehmen wir uns noch ein bisschen da was von mit. Denn wir müssen ja uns eine kleine Plattform bauen und wir sollten nach dem Jetpack gucken. Das ist auch nicht mal allzu voll. Mann, Mann, Mann. Alles so Sachen, die man eventuell hätte mal schon früher klären sollen, ne? So. Wunderbar. Dann lassen wir den nochmal schnell hier aufladen. Ja, die schöne Query arbeitet sehr gut. Da werden wir nachher auch nochmal eben vorbeischauen, wenn wir noch Zeit haben. Wir werden uns da die Sachen dann auch schon mal rausholen. Komm her, Jetpack, werde nicht fertig. Wir haben nicht so viel Zeit hier. Sehen wir ein bisschen zu. Es ist auf jeden Fall Zeit, dass wir die Powered Armor fertig bekommen. Da werde ich mich wahrscheinlich auch einer der nächsten Folgen mal drum kümmern.
So, wunderbar. Dann geht's jetzt auf und davon. Mit unserem Jetpack geht es in die Nita. Wobei, ich erinnere mich gerade, das Portal war keine gute Idee. Gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Wir haben ja jetzt ein Homepunkt in den Nita. Und da geht's ganz einfach via Bucht eben ganz kurz in den Nita. Wunderbar. So, macht einmal so und so. Und dann haben wir hier ein Loch. Da können wir durch. Wieder abgeschlossen. Und wir suchen uns einen kleinen, aber feinen Lavasee. Und der sieht doch hier schon ganz nett aus. Aber der ist ein bisschen groß, ne? Ich habe nie so Lust, so Riesenseen anzupumpen. Weil man die meist nicht leer bekommt. Und ist dann immer eigentlich ärgert einen, wenn da die ganze Lava fließt. Oder man macht das ziemlich weit weg. Wobei das auch nicht so toll ist. Ich glaube, ich werde irgendwo hier hinten irgendwo was anzapfen. So, in der Richtung oder so. Ist da vielleicht ein kleiner See? Oh, kleiner Ruckler. Ja, dann pumpen wir doch einfach hier diesen See an. Das ist doch relativ in Ordnung. Das macht nichts, das sieht keiner, wenn wir den hier anpumpen irgendwo. Vielleicht sollten wir den etwas... Ah, der ist eigentlich ein bisschen zu schmal schon fast. Ah, doch, der ist ziemlich groß. Ich werde mal ein bisschen gucken, ob ich da hinten eine Plattform oder so finde, wo ich drauf komme. Da ist auch eine Plattform, wunderbar. Dann werden wir uns von da aus ein bisschen... Obwohl, nö, wir können es da einfach so runtergraben, setzen uns einfach hier ein Haus drauf. Wobei, da wäre vielleicht sogar noch besser. Ja, ich glaube, das könnte man machen. Wir bauen das hier hin. So, wir bauen uns hier ein kleines Haus hin. Das muss natürlich ein bisschen fix gehen jetzt gerade. So, da soll ja auch nichts drin spawnen. Ja, du Schweinepriester, bleib da mal schön unten drunter. Dich können wir hier nicht gebrauchen. Nee, du sollst da bleiben. So. Dann, nee, in diese Richtung wollte ich ganz gerne. Das heißt also, da lasse ich mal ganz kurz etwas offen. Das mache ich hier etwas zu. Ich hoffe, die Steine reichen. Ansonsten muss ich gleich nochmal ganz kurz los. So, da machen wir jetzt die Öffnung. Und hier setzen wir dann unser Dach drauf. Oh, das ist doch ziemlich knapp. Irgendwie ein paar Steinchen mehr einpacken sollen, glaube ich. Ich glaube, ich fülle das nicht mehr ganz aus, sondern mache ich einfach nur so. So, und dann werden wir einfach hier mal ganz kurz etwas langlaufen. Und hier sieht es doch eigentlich gut aus. Dann machen wir hier unser kleines Podest, wo die Pumpe gleich hinkommt. So. Und ich hätte doch echt mehr Steine einpacken sollen. Ah, das heißt also, ich werde gleich nochmal zurückgehen. Setze mir aber gleich hier auch eben kurz einen Wegpunkt, dass ich hier auch wieder zurückfinde. Man weiß ja nie. Kann ja ab und zu mal passieren, ne? So. Spannend, spannend. Okay, da laufen wir schon out of Cobblestone. Ich setze ihn mal hier hin. Und zwar mit M geht's auf die Waypoints. Wir machen mal New Waypoint. Wir machen mal Lava. Pumpe. Wunderbar, nehmen wir die mal hier so in Rot. Dann, wunderbar. Da ist der Ausgang. Das heißt also, wir fliegen hier einfach nur... Ach, ja, ist ja gar nicht so weit weg. Das hätten wir auch, glaube ich, so noch so gefunden. Da war ich mir doch schon etwas zu unsicher. Ups. Ja, im Prinzip könnten wir das Loch hier auch auflassen. Ich glaube nicht, dass hier etwas Großartiges passieren wird. Aber man weiß ja nie, ne? Nicht, dass da wieder ein, zwei Creeper einfach mal so wieder auf einen zukommen. Ich packe mir jetzt mal ein bisschen mehr ein.
Hätte ich beim letzten Mal auch gleich machen können. So. Da war das schöne Ding. Lavapumpe. Ja, ich denke doch, das reicht. Erstmal so. Da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Lava zum Abpumpen. So. Schnell noch hier eben zu Ende gebaut. So, muss ja nicht hübsch sein, ist ja nur der Nether. Ach, da können wir auch so bauen. So. Und so. Und im Prinzip könnten wir das Buch eigentlich jetzt auch hier herholen. Habe ich mir gerade so überlegt. Denn dann sind wir immer direkt gleich bei der Pumpe. Ich dachte mir, das Ding hier in dieses Haus verlegen wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich auch. So, verlegen wir den Spawn. Wobei, nee, das macht keinen Sinn. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Weil dann müssen wir uns ja eh wieder ein neues Buch craften. Leder haben wir gerade nicht ganz so viel. So, dann machen wir hier einen Eingang. Ganz einfach so. Und dann geht's los. Hier muss die Pumpe hin. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt die Engines. Und den Lavatank. Und die Schalter. So, das sollte reichen. Und den Chunkloader natürlich. So, das sollte reichen dann. Was ich noch machen sollte, ist vielleicht hier ein paar Fackeln aufhängen. Damit man auch was sieht. So, das sollte reichen. An Fackeln. Jetzt die letzten Engines noch hier dran gepappt. So, so und so. Dann hier ein Schalter und da ein Schalter. Die schon mal angeschaltet. Und hier ein Lavatank drauf. Und im Prinzip sollte das jetzt funktionieren. Ich sollte natürlich erstmal ganz kurz gucken, ob der Strohhalm schon unten ist. Noch nicht ganz. Jetzt sollte er gerade eingetaucht sein in die Lava. Und dann kontrollieren wir mal, ob hier auch mehr Lava reinkommt. Mal abwarten. Ja, da hat sich der Lavastand wieder erhöht. Wunderbar. Mal ein bisschen abwarten. Die müssen ja natürlich erstmal hier ein bisschen heiß laufen, die Engines, damit sie noch ein bisschen schneller pumpen. Aber das hat man gerade schön gesehen, dass die Lava etwas gestiegen ist. Und ich denke, die halten die beiden Engines und unseren späteren sonstigen Haushalt erstmal am Leben. Na? Ja, da ist wieder was gekommen. Wunderbar. Gut, dann stelle ich hier noch einen Chunkloader hin. Den stelle ich mal auf Show Lasers. Und gucken wir mal. Ich denke mal, das sollten... Ganz kurz gucken. Ah, das geht ziemlich weit nach hinten, dann setze ich, glaube ich, den Chunkloader nochmal. Den kann ich jetzt nicht mit einem Ding abbauen, oder was? Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, komm, dann machen wir einfach drei Hidden Lasers. Das sollte auf jeden Fall reichen, gut. Auf geht's zurück, die Lava-Versorgung steht auch, die Quarry hat sozusagen damit erstmal genügend Energie. Und wobei wir dann jetzt schon mal gerade bei der Quarry sind, können wir auch mal ganz kurz hinfliegen und hups, schauen, was sie gleich geleistet hat, so schön ist für uns. Ich hoffe, sie ist doch auf ein paar schöne, aber feine Diamanten gestoßen. Gucken wir einfach mal. Wäre auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Diamanten kann man ja für alles gebrauchen. Zum Beispiel auch zum Downgrade auf Gold und Eisen. So. Ups, meine werten Herren. Ach, ihr seid kaputt gelaufen, weil die Quarry natürlich jetzt fertig ist. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ich nehme mal hier ein bisschen... Ah, ich habe ja noch genügend Cobblestone dabei, damit ich das Wasser da mal ganz kurz
wegmachen kann. So, ups. Na, das hat nicht geklappt, weil es geleckt hat. Hey, Jace. Na, komm, ich treff's noch irgendwann heute. Jetzt haben wir es getroffen, oder? Ja, wunderbar. Da mal hier eine Fackel hingesetzt, damit ihr auch was seht. Ja, doch. War nicht ganz so viel, was sie hier abminen konnte, glaube ich. Ah, doch, doch, doch. Es ging. Da ist auch gleich schon der Boden. Da sind noch ein paar Earth Shards. Die sollten wir uns vielleicht besorgen. Ansonsten sehe ich gerade hier nichts Berauschendes, was sonst noch drin war. Vielleicht das Eisen da oben noch. Und hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Oh, hier hat er auf jeden Fall ein bisschen Obsidian uns gemeint. So, ich warte mal hier. Oh, da kommt gerade ein Zombie. Na du? Oh, bist runtergefallen. Das tut mir aber auch ganz tierisch leid. So, mal gucken. Hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und die Earth Shards nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh, ansonsten würde ich sagen, lassen wir den Rest einfach mal in der Wand. Und nehmen das mal mit, was wir gerade hier brauchen können aus der Quarry. Die Bienen zum Beispiel. Das Obsidian, Redstone. Oh, das sieht ziemlich gut aus. Eisen, Dark's Aquarium. Ja, doch. Gefällt mir, was er hier so Schönes mitgebracht hat aus dem Ding. Zwei Fackeln hat er auch gefunden. Wahrscheinlich die wir mal aufgesetzt haben. Okay, wunderbar. Das läuft erstmal. Das heißt aber, beim nächsten Mal müssen wir die aufsetzen wieder neu. Aber dafür würde ich ganz gerne dann eine Mooscraft-Welt nutzen, damit wir hier unsere Welt ein bisschen schonen und nicht so mit Löchern versehen. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich die nächste Folge so ein bisschen mit Mooscraft rumplagen und dort die Quarry aufsetzen. So, das kommt nach unten. Mal ganz kurz nochmal hier so durchsortiert. Obsidian habe ich, glaube ich, hier. Genau, das ist doch schön, dass wir ein bisschen Obsidian gekriegt haben. Bienen. Bienen packe ich mal, glaube ich, hier dazu. Ups, das war falsch. Und ich denke mal, der ein oder andere kann mir zustimmen, wenn wir mal versuchen sollten, hier unsere Kisten aufzuräumen und da mal so ein kleines System reinzubringen. Also eventuell ein Applied Energistics System. Wäre vielleicht noch so eine kleine Idee. Die könnten wir auch schon mal unten wieder schmelzen, dass wir etwas Dark's Aquarium schon wieder fertig haben. So, das Rest kommt also nach unten, wie gesagt. Einmal schnell runter. Ups. Dann, hier kann Eisen, das kann hier rein und Silber kann hier rein. Das kommt da schon mal rein. Dann mal ganz kurz gescannt. Wir haben hier Copper, Zinn und Iron. Oh, 50 von den Dingern haben wir schon. Dann könnten wir im Prinzip auch ein bisschen Stein noch machen, ne? Oder haben wir noch ein bisschen Stein? Warte mal. Wir schauen mal. Oh, wir haben ja sogar noch ein bisschen Stein. Dann würde ich doch fast behaupten... Ups, natürlich nicht weggeschmissen. Machen wir noch ein bisschen den Zombcraft-Raum hübscher. Wenn wir hier mal gerade so noch so ein bisschen davon haben. So, 48 Stück. Das ist so eine ganze Menge. Und was nutzen wir dafür? Natürlich unseren schönen Wand. Wofür haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Wand of the Exchange. So, wie ging das noch? Shift rechts, glaube ich. So, genau. Aber hier müssen wir die auf jeden Fall per Hand nochmal reinsetzen. Die haben wir beim letzten Mal hier ja rausgeklaut. Das soll aber nicht unser Problem sein. So, und dann gucken wir mal hier so einmal Rechtsklick. 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 Ach, wie einfach das ist. Das ist so einfach. Und so schön. Und wir sind schon leer. Mal ganz kurz, hat er da jetzt auch doppelt gesetzt, weil das wäre nicht so pragmatisch. Ne, hat er nicht. Oh, haben wir auch gleich nochmal wieder Kupfer gefunden.
Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich nur... Na, dann hole ich mir gleich doch noch ein bisschen Cobblestone. Weil da so ein dickes Loch in der Wand haben wollte ich denn doch nicht. So, nochmal schnell nach oben. Bill Cobble geholt. Ah, ich habe mir noch ein bisschen Cobble dabei gehabt. Mann, 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 Mann. Guck doch mal in deine Leiste, Junge. Du hast doch noch Cobble dabei? Ja, wie kommt's, wie kommt's? So, schnell einmal nach oben geflogen. So. Ah, da kann ich drauf stehen, wunderbar. Dann können wir das auch so schnell eben fixen. So. So, so, so. Und einmal Licht und einmal das. Zack, fertig. Ja, der Raum ist doch auch schon fast fertig. Hab hier noch ein bisschen Cobblestone, den packe ich jetzt mal hier an die Wand. So, dann werde ich die Dinger hier... Oh, die brauchen wir ziemlich lange zum Abbauen. Na, komm. So, die Dinger auch nochmal abbauen und... ja, die packe ich dann schon mal hier so an die Decke. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Und was wir noch machen können ist, ich hole mir mal ganz geschwind noch ein bisschen Mossy Cobblestone. Ich denke, das können wir noch verkraften, zeitlich gesehen. Ganz einfach, damit wir die Goggles of Revealing freischalten. Eigentlich müssten wir uns ja dafür ein paar Nether Warts, ja, ich glaube wohl, holen, um ja, da das Mutatio, glaube ich, war es, zu bekommen. Aber wie gesagt, auch auf Mossy Cobblestone ist das drauf. Kann man übrigens auch herstellen, glaube ich. Muss ich mal gucken, wo das Ding war. Da. Kann man übrigens auch herstellen. Müssen wir mal überlegen, ob das vielleicht sogar Sinn macht, extra für Stormcraft. Das vielleicht da ein bisschen Mossy Cobblestone herzustellen. Ups. So, dann werden wir einfach mal hier den Mossy Cobblestone abbauen. Eventuell könnte ich einfach hier mal gnadenlos alles abbauen, auch wenn ich letztes Mal noch gesagt habe, ich hätte ihn ganz gerne so behalten, wie er ist. Was soll's, hier kommen wir eh nicht wieder her. Und ansonsten bauen wir hier irgendwas anderes draus. So, ich brauche den Mossy Cobblestone für Stormcraft. So, da haben wir noch ein bisschen Kobeli Stone. Des Moss. Ja, das ist doch noch einiges, was hier hängt und sitzt und liegt. So, mal ganz kurz das Ding wieder zumachen. Ja, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mit craften. Die Erde brauche ich jetzt gerade nicht. So, oh. Hier kommt schon wieder glatter Stein. So, das nehmen wir noch alles mit. Das nehmen wir noch mit. So, zum kleinen Abschluss sozusagen noch etwas Kabli Stone, Mossy Kabli Stone mitgenommen. Ah, da oben haben wir noch was. Ups, da geht's schon wieder raus. Das sollte ich vielleicht gleich nochmal ganz kurz fixen. Dann hier die letzten beiden, glaube ich, dürften das sein. Nein, ho, 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 ho. Von wegen, hier haben wir noch was. So. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Ich glaube jetzt Hammers. Hammers, Hammers. Ich glaube, da ist noch was. Ich glaube jetzt Hammers. Jetzt dürften wir es fast haben. Ich hoffe es zumindest. Oh Mann, wie viel hier noch sitzt. Das ist ja grauenhaft und schön zugleich. So, ich glaube, jetzt sehe ich nichts mehr. Dann sammeln wir jetzt noch. Ich glaube, ich sehe nichts mehr. Nein, überhaupt nicht. Ja, dauert doch noch einen kleinen Augenblick. Macht ja nix. Die Kisten hätte ich auch abbauen können, aber was soll's. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, so, so.
Reicht das jetzt mal? Immer noch nicht. Jetzt haben wir es aber, ne? Nein, da ist immer noch einer. Gut, jetzt habe ich es aber. Ich glaube, ich hab's. Versprochen ist versprochen. Wie gesagt, wir fixen... Aua. Wir fixen noch im... Aua. Die ganz kurz die beiden Stellen da, die wir da noch eben ganz kurz aufgegraben haben. So. Und ich glaube, hier an der Stelle haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was weggegraben. Machen wir auch noch eben kurz zu. Fliegen noch eben schnell nach Hause. Ist ja auch schon gerade wieder Nacht. Und legen uns noch kurz hin und dann ist die Folge auch schon wieder aus. Wir sind wieder mittlerweile bei 30 Minuten angekommen. Ich hoffe, ihr freut euch wieder ein bisschen drüber. Vergesst nicht noch eben kurz zu schreiben, was ihr so in den nächsten Folgen vielleicht sehen möchtet. So, rennen wir mal einfach ein bisschen. Und dann kann ich das auch ein bisschen berücksichtigen. Ansonsten muss ich mir halt selber was überlegen, was wir machen können, tun, haben, sein werden. So, da ist unser Zuhause. Aber ich denke, ich werde auch zur Not selber noch was finden. Aber so kann ich mich ja euren Wünschen etwas anpassen. Gut. Einmal noch kurz hingelegt. Und dann ist auch schon vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal wieder. Ciao.